trotzdem ärgerlich. Naja, ich erinnere aber. Dann angefangen ist. So. Weil gesagt, ich wundere mich, dass ich so hab halt komplett, ne? Und ich habe halt definitiv nicht ohne euch gespielt. Ach, kommen wir doch auf, das macht's verständlich. Ja, natürlich. Ich hatte nur Folgen ohne euch hoch. Nee, wie gesagt, wundert mich halt, wie gesagt, normalerweise nichts ohne euch, ja, zusammen. Aber ich habe immer darauf gewartet, dass wir zu viert waren. So. Bisschen Fleisch geholt. War der Laufsteg eigentlich schon fertig? Weiß ich gar nicht. Nee, da oben nicht. Nee, da bin ich ja letztes Mal schon durchgefallen da. Ah, dann sollte man die Blätter fertig machen, ne? Der sollte. Ja, dann machen wir den heute fertig. Dann gehen wir jetzt ein bisschen Bäumchen sammeln. Warte mal, hab ich Sprengstoff irgendwo in der Nähe? Nee, hab ich nicht. Ich hab eine Überraschung. Gut, oh, es fehlt aber noch tatsächlich das Spielzeug von mir so gerade mal ein, ne? Es fehlt noch ein Bein, ein Arm und der Kopf. Okay. Wollen wir das vielleicht noch irgendwie noch sammeln irgendwann? Das können wir machen. Weil dann, wie gesagt, ich würde ja schon irgendwie nach und nach, zumindest im Let's Play zeigen, alle Teile, dass man die alle findet. Mhm. Also alles, was sammelbar ist, sammeln. Ja, wegen mir. Ich hab hier nochmal das komische Loch. Hier hinten war das. Suche ich für Sicherheit nicht. Diese Schreibaby, du. Hier, wo ich stehe, ist das Loch. Aber da ist bei mir. Aber hier ist nichts. Nee, da ist nichts. Hier ist nichts mehr. Ich gehe mal kurz in die Base rein und gucke mal am PC. Ich bin dann gleich wieder da. Kennst du mal noch einen Trick, wie man noch an der Wache rankommt? Oder müssen zwei Leute die haben? Ich bin gleich wieder da, ja? Ja. Ach ja, lass mich doch in Ruhe. Das Tor geht schon wieder nicht zu, ja. Naja. Jetzt sind sie drin. So, das war der letzte, der hier im See rumschwamm. Braucht man nicht sowieso noch hier Arme, Beine und sowas für die Gleiter? Ich habe jetzt eigentlich für das Spiel an das Spielzeug nachher gedacht, dass wir das vielleicht noch sammeln oder so. Ob wir das heute noch wirklich gesammelt bekommen, weiß ich nicht, aber zumindest in der nächsten Aufnahme-Session sollte man das auch machen, auf jeden Fall noch. Ich glaube, ein paar von diesen Spielzeugteilen, die findest du unterwegs auf der zum Endgegner. Ja. Ich höre irgendwo ein Baby. Ja, hinter mir irgendwo.
Okay, das scheint wahrscheinlich wirklich ein Bug zu sein und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr zu helfen sein bei uns. Ah, das, aber es wundert mich, dass das häufig gesagt bei drei Leuten so der Fall ist. Nee, weil ich habe gerade geguckt in diese Seite dort und da steht halt auch unten drunter in den Kommentaren exakt das Gleiche. Bei mir und Freunden waren manche von den Löchern schon offen und da war nichts mehr drin. Wir konnten diese Pistole nicht komplett zusammensammeln. Das ist gerade exakt das Gleiche wie bei uns. Scheint also wahrscheinlich nicht. Also ich kann es euch zeigen kurz. Das ist, so sieht es aus halt, ne? Letztendlich. Ja, wie die aussieht, kann ich mir schon denken. Ich kenne zwar einen Trick, wie man das machen kann, dass man jeder eine Waffe kriegt. Ja, aber wenn wir nicht mal zwei Leute zusammenkriegen, die die haben. Mhm. Ja, wie gesagt, ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, aber. So, ich habe jetzt mal euch gerade noch ein bisschen Fische gejagt. So, ich hänge mal noch ein paar Arme und Beine hierher. So. Na, lecker. Fleisch ist Fleisch. So, hier die eine Brücke innen drin ist fertig. Jetzt noch mal ein neues Pürmchen. Ah, du hast den schon oben. Da war so eine Waffenständer nämlich. Muss jeder gleichzeitig die schnell den X drücken. Dann hat man die Waffe verkoppelt. Habe ich gesagt, wir haben ja nur. Ich habe als einziger leider die. Ne? Dann reicht ja mit einer, dann sind die super doppelt. Du hast gerade gesagt zwei, oder nicht? Nee, man muss auf den Waffenständer machen, da muss jeder gleichzeitig die Waffe schnappen. Und dann hat jeder seine. Warte mal, die auf dem Waffenständer, was? Ja, muss, die Waffe muss man auf den Waffenständer legen und dann muss jeder gleichzeitig X drücken. Hat jeder wo finde ich jetzt den Waffenständer? Bei uns. Ich stelle mal einen hin. Ja, warte. Ich mache oben im Haus in einem der Räume noch eins. Okay, hoffentlich ist das der richtige, den wir brauchen, die nur raus. Wir haben doch bestimmt hier noch irgendwo noch in einem der Räume noch Platz. Hier ist doch noch genug Platz für einen. Ich wollte eigentlich nicht helfen. So. Waffenhalter, ja? Nein, Waffenstände muss es sein. Also so einer, warte. Das Ding da brauchen wir dafür. Wo seid ihr denn da? Ja. War hier oben auf der Etage noch nie. Ein Bäumchen. Wir brauchen noch einen Baumstamm. Na toll, ich habe gerade zwei verbaut. Wo ist denn der? Ich finde immer nur Waffenhalter. Ich finde. Das ist da steckt glaube ich auf dem Foto eine. So ach, Waffenwandhalter. Ist das? Ja. Nein, an der Wand. Was so, ein Baumstamm oder nicht? Jetzt haben wir mal zwei. Ich hole mal einen Baumstamm. Oder habt ihr schon? Ha, warte mal. Falsche Waffe. Hier. Ah, hier geht's auch. Leute, hier. So, wie machen wir das jetzt? Das alle gleichzeitig drücken? Wo bist du denn? Ach da. Ich zieh mich gerade mal raus, weil das ist ja meine Waffe. Oder muss ich die auch nehmen? Ja, ihr müsst die beiden gleichzeitig nehmen. Okay. Na dann. Eins, zwei, drei. Markus, hast du? Ja. Habt ihr alle? Ja. Ich komme nicht ran. Ja, da müssen wir nochmal. Oder nicht? Da muss ich mal sagen. Vor allem liegt die jetzt direkt über den anderen Teilen. Ja. Soll nochmal eine reinhängen? Ja. So, ja. Zählst du wieder? Ne, ich bin bereit. Ja, ich auch. Dann zähl du, Yvonne. Dann weißt du. Soll ich zählen? Einfach nur 1, 2, 3 und mal 3 nehmen. Warte. 3, 2, 1. Habt ihr? Nee. 3. Jetzt nochmal. 3, 2, 1. Ja, warte. Jetzt immer noch nicht. Nochmal. Warte mal, auf 1 oder auf 0? Sag was. Auf 0 würde ich sagen, oder? Ich mache einfach 1, 2, 3 und dann nehmen.
Bei 3, ja komm, los. Dann machen wir bei 3, okay. 1, 2, 3. Ja. Beide? Ja, jetzt haben alle die Waffe. Jetzt haben wir das auch geklärt. Sauber. Funktioniert. Dann hat jeder jetzt endlich seine Waffe. Ich bin trickreich, ne? Dann sollte man den Fisch weghängen, ne? So, jetzt runter. Wie lange wollten ihr noch machen? Wir machen jetzt gleich Feierabend in den nächsten 5 Minuten. Und alles klar. Weil dann bringt es auch nichts mehr, um jetzt heute noch irgendwie das Spielzeug zu suchen oder sowas. Ja. Machen wir jetzt auch ein bisschen. Es ist sowieso gerade wieder dunkel. Weil die Frage ist, was machen wir jetzt auch in einer ganz kurzen Zeit eben? Ja. Ich setze jetzt nochmal so ein Türmchen, dass man einmal hier oberhalb rund um die Base laufen kann. Mit der Brücke. Ich speichere mal noch mein Inventar schnell. Das Spiel noch mal retten. So. Wenn ich jetzt noch in den Turm, da komme ich auch eben rein und dann. Plattform. Der Horst antwortet nicht. Ja, der Horst, der speichert aber auch. Ich setze mich hier mal zu dir. Yeah. Aber da komm, ich mach noch hier schön, schön gemütlich. Oh Gott. Ja, wenn, dann muss auch ein Feuer brennen hier. So. Das hat keine gehört, ne? Das ist nicht so gut. Also, du musst mal wieder duschen gehen, du bist blutüberströmt. Du hast mich aber was Neues gepflanzt, ne, über den Garten. Ding. Ernsthaft jetzt? Oh, er dreht schon wieder durch. Markus hat angefangen. Ja, den meine ich ja auch. Wirklich, es ist, hat nichts getrunken, nichts passiert. Aber oben ist noch Wasser zur Not. In den Schildkröten-Dingern. Machen wir jetzt mal eine Kopfbombe. Was? Eine Kopfbombe. Eine Kopfbombe? Achso. Ja. Das verstehe ich gerade, hey, sowas.
So. Gut, dann würde ich sagen, wir mal jetzt eh Feierabend und in der nächsten Folge wieder fair weiter. In der nächsten Folge sind wir eh alle wieder hungrig und durstig. Ja. Hm. Ich habe eine Kopfbombe gebaut. Hier habt ihr was zum Nachdenken, ihr Kannibalisten. Hm. Damit wir schon mal sehen, was auf sie zukommt. So.